Sie bleibt im Spiel in dieser Nations League. Die deutsche Elf 5:1 am Ende, 1:1 zur Pause. Almut, wie wichtig war es, dass dieses 2:1 so schnell gefallen ist in den zweiten 45 Minuten? Ja, sehr, sehr wichtig. Das gibt einem einfach so ein bisschen Rückenwind und nimmt etwas den Druck raus, weil man wusste, dass die Waliserinnen leidenschaftlich verteidigen, hatten heute auch eine gute Torhüterin mit Clark. Und ja, direkt Linda Daimann hat die Einwechslung gerechtfertigt. Lea Schüller komplett frei. Selbst Joke Nüsken wäre dahinter noch frei gewesen. Also da sind die Waliserinnen irgendwie noch in der Kabine gewesen, weil so sträflich darf man zwei deutsche Spielerinnen nicht im Strafraum 5 Meter vorm Tor freilassen. Deutsche Elf spielt immer mit vielen Hereingaben und Flanken, normalerweise für Alexandra Popp. Heute waren es gefühlt noch mehr. Also ich habe nur Bälle reinsegeln sehen in diesen 16er bei Wales. Heute zweimal Abnehmerin Lea Schüller, Kopfballungeheuer. Glaubst du, das war die Direktive von Horst Rubesch, der war auch mal Kopfballungeheuer, heute so viel mit hohen Bällen zu agieren? Also es war sicherlich die Direktive, über die Außen zu kommen, weil die Waliserinnen das Zentrum sehr kompakt halten. Und dann ist ein Mittel Flanken, zum anderen auch Mittelfernschüsse. Sie haben auch heute im Gegensatz zu den anderen beiden Spielen im September mal etwas mehr aus der Ferne aufs Tor geschossen. Und ja, der Zug zum Tor hat sich dann auch gezeigt. Hat dann doch ein bisschen gedauert bis zum 3:1 und es musste ein Foul-Elfmeter herhalten. 79. Minute, wir gucken mal drauf. Es ist wie immer, man kann ihn geben, man muss ihn nicht geben. Marina Hegering wird da freundschaftlich umarmt. Was sagst du als Torhüterin, die im Zweifel dahinter gestanden hätte? Ja, also es ist jetzt schon ein Griff eher Richtung Hals, also über die Schulter gewesen. Von daher kann man aus meiner Sicht den Elfmeter geben. Wenn sie eher an der Hüfte festhält, dann wäre es vielleicht keiner gewesen. Aber so ist auch die englische Art, die Ingel von Chelsea in sich hat, doch ein bisschen drüber. Und bei uns ist inzwischen unverkennbar der Interims-Bundestrainer Horst Rubesch. Herzlich willkommen, herzlichen Glückwunsch. Am Ende war es dann deutlich. Haben Sie zwischendurch gezweifelt? Nein, gezweifelt habe ich nicht. Ich habe in der Halbzeit schon gesagt, wir müssen uns einfach für diesen Aufwand, den wir betreiben, belohnen. Aber andersrum muss man halt fairerweise sagen, man hat eigentlich auch gemerkt, wir haben eigentlich keine Sicherheit, auch was vom Tor angeht. Und dann auch dann ruhig aufzubauen. Wir lassen eine Torschance zu und kriegen dann ein Tor. Das kann es eigentlich nicht sein, weil wir haben eigentlich eine Qualität, um diese Spiele einfach klar zu kontrollieren. Man hat es ja nachher auch gesehen, dass es immer besser wurde. Wie läuft dann so eine Halbzeit bei Ihnen? Almut weiß das so ein bisschen. Sind Sie da ganz leise oder sind Sie da ganz laut, wenn es 1:1 gegen Wales steht? Nein, es geht ja eigentlich darum, wir haben es ja gut gespielt, erste Halbzeit. Das Einzige, was wir nicht gemacht haben, waren die Tore. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Und nein, in der Halbzeit war es eigentlich so, dass wir erstmal in aller Ruhe durchgepustet haben. Und dann haben wir ganz klipp und klar gesagt, dass wir eigentlich, und das ist halt in diesem Spiel so, wenn du die Tore nicht machst, kriegst du einen. So. Und das war der eine normale Ablauf. Und dann haben wir gesagt, zweite Halbzeit, wir fangen da wieder an, wo wir aufgehört haben. Und ich denke mal, wir haben es ja direkt nach der Halbzeit gemacht, das zweite Tor. Wir haben eine Menge hohe Bälle gesehen, auch beim zweiten Tor auf Lea Schüller. Haben Sie gesagt, Mädels, so viel hohe Bälle, wie es geht, einfach rein in den 16er heute? Gut, ich meine, nein, ich habe ja noch ein paar mehr als die Kopfballspielchen, nicht nur Lea. Normalerweise Poppy noch dabei, Lena Lattmann hat auch ein gutes Kopfballspiel, Marina hat ein gutes Kopfballspiel. Also, wir haben ja Möglichkeiten. Und das Spiel über die Außen ist dann halt mit Flanken und mit der Bewegung. Wir haben uns die ersten Tore schon angeschaut. Jetzt lassen wir das 4:1 und das 5:1 mal laufen. Verbunden mit der Frage, mit den Flanken hat es geklappt. Dann gab es noch zwei abgefälschte Tore. Aber spielerisch ist noch Luft nach oben. Relativ wenig Vertikalpässe. Präzision bei den Pässen hat noch ein bisschen gefehlt. Kann das im Moment gar nicht sein? Ja, kann nicht sein. Es kann schon ein bisschen besser sein. Aber ich denke mal, wir hätten ja nicht die Probleme, wenn wir vorher immer gut gespielt hätten. Das muss man ganz klar sagen. Wir haben eigentlich im Moment nicht die Sicherheit. Wir müssen jetzt versuchen, die Sicherheit zu kriegen, zu holen. Aber wir sind in der Lage, Druck zu machen. Auf der einen Seite, aber wir sind in der Lage, diesen Weg zu gehen. Und ich denke mal, dieses Ergebnis wird den Mädels natürlich jetzt helfen. Sie haben vorher schon gesagt, Sie sind sich relativ sicher, dass das was wird, dass Sie Gruppenerster werden. Dazu müssen Sie Dänemark am 1.12. auf jeden Fall schlagen. Was fehlt noch, um das zu schaffen dann? Das müssten Sie mit 2 Toren Unterschied bewerkstelligen. Ja, vor allem muss da am Anfang die Chance, die da am Anfang rausspielt, auch verwerten. Dann wird das Spiel ja leichter. Und die Möglichkeiten dazu haben wir, die Qualität haben wir auch. Dass das vielleicht ein bisschen besser laufen muss als heute, das weiß ich auch. Dann wünschen wir Ihnen einfach gemeinsam alles Gute auf Ihrem Weg. Hoffentlich endet er in Paris, aber das ist noch ein ganz schön langer. Dankeschön für heute. Geschenk kriegt keiner was, so und wir ist auch es. Nicht. Genau, okay. Das ist der danke. Spruch zum Abend. Danke, Horst Rubesch. Alles Gute, Gruß an die Mannschaft und danke dir, Almut. Wir sind schon durch.